Sieht nicht aus, als sei das hier eine Sackgasse. Ja, block noch mehr rum. Super. Das kannst du am besten, du Biest. Ein edler Bogen liegt hier am Boden, aber das ist von den Skeletten. Das ist kein besonderer Bogen oder so. Ein Tänzchen in der Nähe des Vulkans mit einem Golem. Was kann man sich Schönes vorstellen an einem Samstagnachmittag? Klopf, klopf, Mr. Golem. Ich klopf dich so frei. Wow, ich glaube, wir haben hier gerade noch einen anderen Gegner noch aktiviert. Kann das sein? Wow. Ah, übrigens muss man die Waffe gar nicht wegstecken, damit man sich automatisch wieder heilt. Unser Held hier heilt sich ja so, mal wieder ein bisschen. Für Inner. Tja, selbst ein aus Stein gewordener Albtraum kann einer Inners geweihten Paladin Zweihandklinge nichts entgegenbringen. Zumindest nicht auf Dauer. Und der Soundtrack ist immer noch geil. So, dann will ich mal gucken, ob es hier irgendwo weitergeht. Na, scheinbar nicht. Rasen der Tod haben wir hier gefunden. Zwei magische, zwei mächtige Tränke. In dem scheint noch ein bisschen Erz zu sein. Dunkles Erz. Kein magisches. Tja, dann war das wohl hier scheinbar nur eine Sackgasse. Und ich bin echt im Moment ein bisschen überfragt, wo es hier weitergeht. Ich habe mich scheinbar verlaufen. Das finde ich nicht so toll. Das bedeutet nämlich, wir müssen nochmal von vorne durch die Höhlen hier latschen. So, hier waren wir eben an dieser Stelle. Dann habe ich hier das ganze Erz geplündert. Und da vorne fällt man wieder runter. So weit, so gut. Das heißt, das Ganze hier ist nur eine riesengroße Sackgasse. Das würde eigentlich bedeuten, dass ich hier unten irgendwo falsch abgewogen bin. Zack. Das heißt, hier nach rechts zu laufen bringt uns nicht weiter. Ich muss nochmal ganz an den Anfang zurück, beziehungsweise in die Vorhalle. Ich bin hier irgendwo falsch abgewogen. Aber wo ist die Frage? Ich habe hier irgendwo einen Fehler gemacht. Das Problem ist, hier ist so ein Spawning Point. Und hier kommt man nicht weiter. Rechts ist dieses Plateau. Da sind wir runtergefallen eben, beziehungsweise ich bin extra runtergesprungen. Ja, dann haben wir nicht allzu viele Möglichkeiten. Dann können wir nur hier nach links. Dann habe ich doch da vorne irgendwo einen Fehler gemacht. Irgendwas habe ich hier übersehen. Das heißt, wir müssen uns hier einfach noch mal ein bisschen besser umgucken. Noch ein bisschen magisches Erz. Also hier müssen wir entweder nach rechts abbiegen oder hier geradeaus. Und ich glaube, dass das hier die der falsche Weg ist. Nein. Okay, das hier scheint der richtige Weg zu sein. Spielstand wurde erfolgreich erstellt. Steintür, die öffnen wir mal. Mal schauen, was sich dahinter verbirgt. Oh, hier liegt noch ein bisschen Erz. Auf jeden Fall höre ich komische Stimmen im Hintergrund. Also hier muss schon irgendwas sein in Richtung Gegner. Keine Ahnung, was es ist, aber hier scheint Gegner zu sein. Ah, Feuergolems. Oder ist es so ein Erzdämon? Ah, ein Feuergolem. Wie hätte es anders sein können? Und nicht nur einer, wir sind sogar im Doppelpack hier unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob wir eigentlich mit Bogen auch Schaden anrichten können an einem Golem. Ich glaube nicht so viel. Oder minimal, sag ich mal so. Vielleicht mit Armbrust ein bisschen mehr Schaden, aber mit Bogen machen wir gerade mal gar keinen Damage. Okay, ein bisschen. So, mach deine Klopfattacke auf den Boden. Go, go. Okay, ein bisschen Damage hat es doch gezogen im Bogen.
weiß noch nicht, ob es Sinn macht, genau auf den Kopf zu zielen. Haha. Ich kann mir nicht helfen, aber ich mag diese Golems nicht. Ein sehr unangenehm Zeitgenossen. Oh, die Kombination aus Bogen und Schwert ist gar nicht so schlecht, sehe ich, gell? Macht echt Bock. Kostet natürlich viel Pfeile, wir haben nicht mehr so viele Pfeile. Sollte man ein bisschen sparen. Boah. Ein epischer Fight. Feuer gegen Mana-Klinge. Also Erzklinge. Denn auch jede Erzklinge birgt auch ein bisschen Mana-Schaden in sich. Logischerweise, weil sie aus magischem Erz geschmiedet wurde. Wow. Okay, das könnte gerade ein Bug gewesen sein. Beziehungsweise ich hatte einen kleinen Luckler und war auf einmal hier den Golem gespawnt. Verstehe ich gar nicht. Ich will mal eben kurz ins Inventar schauen, wie viele Pfeile wir noch haben. Wir haben noch 565 Stück, also können wir gleich noch ein bisschen mit Pfeil und Bogen weiterarbeiten. Ich habe mich hier vorne noch einen zweiten Golem entdeckt eben. Ja, da vorne auf der rechten Flanke ist noch ein zweiter. Oh, den kümmern wir uns jetzt. Oder auch nicht, er hat sich gerade versteckt. Dann gucken wir erstmal hier auf der linken Seite, ob es hier irgendwas zu holen gibt. Scheinen irgendwelche Verliese zu sein, oder... Beziehungsweise hier liegen hier verrottete Körper rum. Ah, da hinten ist der Golem. Na, komm her, mein Freund. Ich will ein bisschen mit der Spiel eigentlich ein bisschen kitzeln. So. Er hat uns noch nicht gewittert. Das scheint ihn gar nicht zu jucken, dass ich ihn die ganze Zeit unter Beschuss nehme. Es juckt ihn nicht wirklich, oder doch? Ah, okay, es juckt ihn. Hat ein bisschen Schaden genommen. Lol. Was ist denn mit dem Kollege? Der merkt es gar nicht, dass wir ihn angreifen. Ganz toll. Ah, doch jetzt. Er war noch nicht in seiner Spawning-Zone drin. Deswegen. Ja komm, werf dein Steinchen. Go, go, go. Ich versuche mal einen Kopftreffer zu landen. Na, klappt nicht. Verstehe ich nicht. Ah, doch, jetzt wirft das ein Stein. Ah, jetzt. Keine Ahnung, ob das gerade ein Bug ist im Spiel. Der hat das nicht gemerkt, dass wir ihn angreifen. Finde ich toll. Zwar nicht die feine englische Art, so seinen Gegner besiegen, aber wäre so schön. Jetzt weghalte ich die Mitte. Ich bin gespannt, ob wir gleich noch einen Schlüssel hinten brauchen. Das sieht nicht so aus, als ob da gleich so ein Tor oder sowas wäre. Mal gleich mal gucken. Aber ich hoffe noch nicht. Das wäre nämlich ein bisschen doof. Aber in so Tempelanlagen und so alten Ruinen bei Gothic ist eigentlich übel, dass die Türen da kein Schloss haben, dass man die durch irgendwelche Fallen oder Schalter aktiviert, deaktiviert und öffnen kann. So, eine Attacke noch von dem Golem und dann ist der auch zu Staub zerfallen. Gibt immer 542 Einflusspunkte, Erfahrungspunkte, wie auch immer man ihn nennen mag. Ich habe hier eigentlich einen Schalter vermutet, ist hier aber keiner zu finden. Dann gehen wir einfach mal weiter. Okay, hier scheint das Höhlensystem nach rechts abzuknicken. Ich würde mal einen Break machen, weil ich keine Ahnung habe, was da vorne kommt. Immer so eine Sache. Das sind Skelette. Schwarzer Henker, den habe ich schon von weitem erkannt, den Skelett. Das Skelett, den Skelett, der Skelett. Deutsche Sprache, schwere Sprache. So. Ist der auch down? Man hört hier aber noch mehr. Anhand der Sounds, die die Gegner veranstalten, hört man, dass hier noch mehr Gegner sind. Ah, danke für den Heiltrank. Oder ist es keiner? Hallo?
Ah, ein Magier. Ein Lichtgeborener. Oh, der dürfte eigentlich auch kein sonderliches Problem darstellen. Mit der schönen Klinge. Aber ich verstehe nicht, warum ich hier vorne den Heiltrank nicht aufnehmen kann. Okay. Das verstehe ich gerade nicht. Ah. Komm her, mein Freund. Priester des Feuers. Ich befördere dich zu der heiligen Lichtquelle zurück. Digga. Ja, sehr schön. Mal gucken, ob wir den Trank mitnehmen können, ja. Den kann ich aufheben. Was denn hier für eine Kultstätte? Ach du je, schaut mal an, wie viele Tränke hier rumstehen. Die wir auch nicht mitnehmen können. Das sind Kerzen, hier sind Tränke. Da hinten war eben gar kein Trank. Ich verstehe schon. Okay. Dieser eine Magier konnte mich gerade durch die Wand wegtreffen. Das finde ich nicht lustig. Aber wir gehen jetzt dahin und hauen ihm eins auf die Nüsse. Scheint so eine ganze Tempelanlage zu sein. Aber Agan durchzieht sich ja irgendwie auch ein bisschen durch Tempelanlagen. Lauter alte Ruinen und Tempelsachen. So, das erinnert mich noch ein bisschen an die heilige Schmiede. Da war nämlich auch so ein Seitengang. Au, das hat wehgetan gerade. Okay, wie sind das denn hier? Drei Magier insgesamt. Machen wir es auf altbewährte Weise. Töten erstmal den einen und dann den anderen. So. Ein Schlag noch und dann haben wir noch einen Magier übrig. Die machen nämlich ordentlich viel Damage. Aua. So. Ich hoffe, dass ich mich jetzt schnell heilen kann. Und der epische Soundtrack, der bleibt bestehen. Also ich denke mal, wir ehren uns. Ja, wir nähern uns dem Final. Zumindest hat das den Anschein. So, hier gibt es nichts mehr zu plündern. Hier haben wir den nächsten Altarraum weiter. Wenn es denn ein Altarraum gewesen ist. Diese alte Kultstätte hier, ich weiß ja nicht, wie man das nennen mag. Diesen Tempel-Distrikt eben. Wenn wir mal einen neuen Savepoint anlegen. Falls hier was schief läuft, dann können wir nochmal laden. Was ich natürlich nicht hoffen will. Dass wir down gehen oder so. Ja, ich ziele immer noch ein bisschen zu niedrig, was die Skelette angeht. Ich merke das selbst. Ich muss da noch ein bisschen trainieren. Wow. Autsch. Ein brennender Wächter, das ist auch mal ein geiler Name für solche Skelett gewordenen Albträume. Boah. Also schön dieser Zweihänder ist, aber gegen die Feuerbälle kann ich mich da auch nicht wehren. Die Feuerbälle, die muss man dann einfach einkassieren von den Wächtern. Das ist halt einfach so. Ich glaube, man kann einen Schutzrank dagegen nehmen. Also einen Magieresistenzrank auch. Müsste ich im Inventar erstmal schauen, ob ich so welche habe, beziehungsweise wie viel Damage die wirklich abfangen. So. Okay. Scheint noch ein Trank zu sein. Hier auch auf der rechten Seite. Mächtiger Ausdauerdrank, dann kann man mehr Schläge ausführen. Mächtiger Heiltrank. Also hier finden wir eine ganze Menge Tränke, also ich denke mal, es wird noch einiges an Gegnern kommen, die wir aus dem Weg räumen müssen. Sonst wird man nicht hier so viele Tränke finden. Vermute ich mal. So, hier vorne sieht es ja schon verdammt verdächtig nach einem Hinterhalt aus. Und wenn hier mal keine Gegner sind, dann weiß ich es nicht. Ja. Ach, das sind die zwei Kollegen, die uns eben von drüben angegriffen haben. Durch die zwei Fenster hier. Schon Feuerbälle entgegengeschmissen haben. Und ich noch geflucht habe. Autsch. Was ich auch ein bisschen komisch finde, dass die Feuerpriester immer zwei Bälle werfen. Und die